Eivor, mein liebstes Muskelpaket. Hier in der Nähe ist ein Nest von Wigmunds Männern. Wir werden es ausleeren. Bis zum letzten Mann? Je weniger Läuse im Busch, desto seltener juckt die Musch. So sehe ich das. Wie bist du zu Somas hergestoßen? Ich war schon ewig in Englerland. Lange vor Gudrum, Iva und Uba. Ich habe unter den Nasen von Sachsen und Dänen Schmuggel getrieben. Ich habe gelogen, betrogen und wurde verprügelt. Mein Leben war nicht leicht. Doch ich habe gelernt, Leid zu ertragen und es wegzulachen. Als Soma mich aufnahm, sah sie mehr als nur die Schmugglerin in mir. Ich konnte mich für mehr als nur mich selbst nützlich machen. Für ihre Vision. In einer Welt, in der niemand Vertrauen in dich hatte, schenkte sie dir ihres. Genau. Und das liebe ich an ihr. Eigentlich liebe ich alles an ihr. Du scheinst diesen Clan fröhlicher und lebendiger zu machen. Weiß Soma das zu schätzen? Wenn ich wüsste, was in den Köpfen anderer Leute vor sich geht, wäre das Leben schrecklich langweilig. Aber Soma scheint mich zu mögen. Auf welche Art? Auf ihre Art. Nur leider nicht so, wie ich es wünschte. Schmerzhafte Wahrheiten ertragen sich leichter mit einem Lächeln auf den Lippen. Ein frohes Gesicht in schweren Zeiten ist wahrer Widerstand. Was hältst du von Somas anderen Kriegern, Garlin und Leaf? Ach, Leaf ist wie ein unbändiges Tier. Immer wenn ich ihn sehe, will ich, dass er mich besteigt wie einen Baum und sich unter meinem Arm einnistet. Er redet viel von Ehre. Doch ich kenne keinen Ehrenmann, der einen Brand legt, nur um sich dafür rühmen zu lassen, ihn wieder zu löschen. Und Garlin hat das Grübeln zu einer Kunstform erhoben. Seine Selbstgefälligkeit ist einfach liebreizend. Wir könnten den ganzen Tag reden, aber vielleicht verlassen diese Sachsen ihr Nest. Wir beide sollten uns das mal ansehen. Meine Männer bleiben zurück und stoßen zu uns, wenn etwas schief geht. Aufregend, an deiner Seite zu kämpfen und dich aus der Nähe zu beobachten. Aber nicht zu nah, sonst bekommst du noch blaue Augen und Beulen ab. Du würdest deine Ellenbogen verlieren, ehe man die Beulen sehen kann. Hey, aber komm zurück! Was willst du tun, Hund? Du bist lauter als Ragnaröks Ende und diese Sachsen sehen dich immer noch nicht. Nicht alle haben solche Luchsohren wie du. Umso schlimmer. Was geht da vor sich? Ich
rette dich! Das waren alle. Ach, diese Stille nach dem Gemetzel. Du hast sehr gut gekämpft, Birna. Ist das deine Art, mir den Hof zu machen? Meine Art, was zu machen? Ganz ruhig, Drenger. Wir sehen uns in Grantabrück. Willst du mich tottrampeln?
Eivor, der Plan hat funktioniert. Einer von Wigmunds Anführern. Ich fand ihn schnüffelnd bei Grantas Hütte. Denk dran, du musst ihn nicht umbringen. Hab einfach Spaß mit ihm. Ich bin im Langhaus und plane die nächsten Schritte. Armer kleiner Junge. Weißt du nicht, wo dein Papa ist? Hm? Gottlose Heiden. Grantabrück liegt im Land von Lord Wigmund von Walledane. Die Stadt gehört rechtmäßig ihm. Armer Soldat. Der weiß gar nicht, was Heiden solchen gottgläubigen Männern wie ihm antun. Anscheinend kennt er die Geschichten nicht. Wir können ihn ja belehren. Sieh dir diese riesigen Hände an. Die geben ein hübsches Paar Handschuhe ab. Und sein Herz erst. Das Herz eines so großen Burschen kann eine sechsköpfige Familie eine Woche lang ernähren. Schneiden wir ihm die Kehle auf und bewässern den Garten mit seinem Blut. Herr im Himmel, nein! Er ist auf der Insel Ege. All der Mann Wigmund ist da im Kloster. Ich schwöre es. Ich hätte gedacht, dass es die ganze Nacht dauert. Fesseln wir ihn und lassen ihn verrotten. Ihr verdammten Dänen! Der Herr wird euch aus diesen Landen vertreiben. Euch alle! Möge Gott euren Seelen... Oh! Diese diebische Ratte hätte uns verfluchen können. Das wollte ich nicht riskieren. Christen verfluchen nicht. Wigmund ist auf der Insel Ilge. Ich erstatte Soma Bericht. Eivor, was hatte Wigmunds kleiner Bursche zu erzählen? Wigmund hält sich im Kloster auf der Insel Ilge auf. Versteckt sich bei den Kirchenmäusen. Dann müssen wir einen Angriff planen. Doch ich greife nicht an, solange der Verräter, der im Hörig ist, noch unter meinem Dach weilt. Was hast du erfahren? Birna ist in dich verliebt. Nicht erwiderte Liebe ist ein mächtiges Gefühl. Birna war schon immer unberechenbar. Doch sie ist zu einer Kriegerin geworden, die sich nicht von Gefühlen in die Irre führen lässt. Birna war einst Schmugglerin. Das ist kein sonderlich ehrenvolles Leben. Selbst die Geringsten unter uns haben Ehre. Das wissen wir Dänen wohl am besten. Leif wünscht sich, er wäre auch Anführer geworden. Und jetzt an deiner Stelle. Leif genießt einen hohen Stellenwert in meinem Clan. Als Schiffsbauer kann ihm niemand das Wasser reichen. Und das weiß er auch. Leif missbilligt die Art, wie du Grantabrück führst. Unter mir blüht diese Stadt auf. Zum Beispiel als geschäftiger Hafen für seine Langschiffe. Leif sagte, seine gelbe Farbe sei gestohlen worden. Gelbe Farbe ist schwer zu bekommen. Er war außer sich, als das passierte. Ich fand ein leeres Fass gelber Farbe neben meiner Langbootrampe. In der Nacht des Überfalls wurde ein Schiff mit gelber Farbe markiert. Ein eigenartiger Zeitpunkt für einen frischen Anstrich. Aber es ist seine Arbeit, nicht wahr? Garlin nimmt seine Vision wichtiger als alles andere. Es grenzt an Besessenheit. Visionen sind wie Wolken. Jeder Mensch sieht etwas anderes in ihnen und Garlin misst ihnen hohe Bedeutung bei. Garlin sagte, er sei halb tot gewesen, als du ihn gefunden und sein Leben gerettet hast. Ja, die Menschen hielten ihn für verflucht. Er trieb im tiefen Wasser. Aber hat es nicht jeder verdient, ans Ufer gezogen zu werden? Ich habe eine Nachricht an die sächsischen Angreifer gefunden, dass sie gelb bemalte Langschiffe in Ruhe lassen sollen. Abgesehen von kleinen Details gibt es nichts Gelbes an unseren Langschiffen. Wenn in den Fens ein gelbes Langschiff liegt, will ich das wissen.
Bei deinem Geheimtunnel gab es viele Fußabdrücke und der Eingang war mit gelber Farbe markiert. Wer immer dich verraten hat, hat also den Eingang zum Tunnel gelb angemalt und dann den Sachsen den Weg freigemacht. Ich muss noch darüber nachdenken. Natürlich. Suche den ganzen Schier nach Hinweisen ab und sprich mit wem du willst. Ich würde selbst Tor unter den Tisch trinken. Hast du in Grantabrück Schier genügend Hinweise gefunden? Bist du bereit, den Verräter zu benennen? Ich glaube, wir haben genügend Beweise. Du warst sehr gründlich. Wer ist der Verräter? Garlin hat dich verraten. Bist du dir sicher? Das wird das Schwerste, was ich je tun musste. Bleib bei mir, Eivor. Ich brauche dich. Wie gedenkst du, damit umzugehen? Wie es eine Jarlskona muss. Meine Familie, mein engster Kreis. Heute sorgen wir dafür, dass das, was uns widerfuhr, nicht noch einmal geschieht. Wir beenden Wiegmunds Leben. Doch nicht alle von uns. Denn man überlebt den Winter nicht mit einer Ratte in der Vorratskammer. Garlin, du hast mich verraten, Garlin. Das habe ich nicht! Du bist der Grund, warum ich atme. Du musst mich zu meinem Schicksal führen. Du musst mich zum Gipfel des Sieges bringen. Verwische nicht die Wirklichkeit mit den Geschichten, die du dir einredest. Ich habe keine Zeichen deines Schicksals gesehen. Doch ich sah, wie meine Leute abgeschlachtet wurden, die Stadt verwüstet wurde und deine Besessenheit uns Zerstörung brachte. Wie konntest du dein Schicksal, dein Streben, wichtiger nehmen als uns alle? Er glaubte zu sehr ans Schicksal und zu wenig an uns. Bringt ihn fort. Fühlt sich an, als hätte ich mir einen Arm ausgerissen. Wiegmund verdient den Tod. Aber ihn zu töten, wird deine Familie nicht wieder vereinen. Glaubst du, das wüsste ich nicht? Es geht um die, die mir folgen. Wer sich mir anschließt, leistet einen Eid. Und wer ihn bricht, muss leiden. Wir schlagen am Rand der Insel Ilge unser Lager auf. Triff uns dort. Sie trägt die Bürde der Verantwortung auf der einen Schulter, die Liebe ihrer Leute auf der anderen. Dieser Verlust brachte sie aus dem Gleichgewicht. Es wird Jahre dauern, die Verbindung zu ihren Leuten zu heilen. Und doch ist sie von einer Last befreit, erleichtert. Sie ist eine Anführerin, keine Freundin, Eivor. Ihr Fehler war, dass sie dachte, sie könnte beides sein. Ich habe einen eisernen Magen und mächtig Durst. Huh.
verräterische Ratte ist jetzt denn hin? Und wird sich vor den verlorenen Seelen der Toten rechtfertigen müssen. Soma. Eivor, du bist immer noch an meiner Seite. Das vergesse ich dir nie. Wir alle brauchen jemanden in dunklen Zeiten. Und jetzt holen wir uns Wigmunds Kopf. Gut. Beim ersten Anzeichen von Ärger stoßen meine Leute dazu. Versteckt sich. Oben auf dem Hügel. Ich kann ihn riechen. Ich hoffe, er mag die Aussicht. Es ist das Letzte, was er je sehen wird. Ey, Blitze zucken mir durchs Blut. Ich höre die Stimmen meiner abgeschlachteten Leute und sie rufen Wigmunds Namen. Dieses Kloster wird er nicht lebend verlassen. Mit bloßen Zähnen die Kehle aus dem Hals. Mir in den Fingern, ihn zu töten, Eivor. Geduld. Ich greife an, wenn die Zeit reif ist. Ah!
letzten Arsch! Bestimmt hat er sich irgendwo im Kloster verkrochen. Hier mal, ab zur Hölle! Zu mir, hier! Elendig, du Ass! Du kannst mich nicht töten, Soma! Ich würde dich! Denn was ich bin, ist...